noch Munition auffüllen können. Ja, können wir sogar. Okay. Gut, dann würde ich nämlich als nächstes gerne mal... Warnung. Verlassen des sicheren Bereichs. Gerne mal schauen. Jetzt hätten wir hier noch so eine Nebenmission. Kopfgeld. Nein, aus. Aus, Karl. Nein, nein. Tut mir leid. Er ist ganz aus dem Häuschen. Da ist eine Gang von Rikers, die ganze Nachbarschaft aufmischt. Ihr Anführer heißt Trigger Mike. Hat früher Hundekämpfe veranstaltet, ist das zu glauben. Wenn sie ihn aus dem Weg räumen, wären sehr viele Leute sehr glücklich. Okay. Quack, 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 quack. Ich bin drin für Lebensmittel. Scheiße, scheiße, scheiße. Nicht geschafft. Ja, ich hätte ein bisschen mehr auf den Lieutenant achten müssen. Aber habe ich leider. Nee. Habe ich nicht gemacht. Na gut, okay, ich starte jetzt mal nochmal neu. Ich wollte eigentlich nochmal in die Operationsbasis. Vielleicht kriege ich ja dann nochmal Unterstützung. Für die Mission. Die mache ich dann später nochmal. Ich wollte nämlich eigentlich mal schauen, was ich noch ausbauen kann. Was ich jetzt noch nicht gecheckt habe, ist, läuft der Stream? Läuft scheinbar, oder? Läuft, würde ich sagen. Würde ich mal so sagen. Okay, dann schauen wir mal. Ich kann ja noch mal ganz kurz gucken. Was habe ich denn an Materialien gesammelt? Sicherheitsflügel. Können wir Tausender. 1000 Punkte ausgeben. 1000 Materialien, was auch immer. Das ist ja geil. Das ist immer richtig cool. So, Sicherheitsflügel war hier rechts, ne? Ja. Ich bete für Sie. Ich lasse doch niemals nach. So, schauen wir uns an, was ist es? 1000, die Kaserne. Anforderungen, Arsenal und Lagezentrum haben wir doch, oder? Was kriegt man dafür? Überlebenslink. Steigert den Schadenswiderstand und die Schnelligkeit für den Anwender und alle Verbündeten in der Nähe. Vorteil, Gefechtsveteran. Steigert Erfahrungsgewinn durch Auszeichnung um 25%. I want that. Jetzt, da dieses Zeug installiert ist, können wir endlich richtig arbeiten. Gut gemacht. Sehr cool. Wäre noch irgendjemand was zu sagen? Okay, können wir noch was ausbauen? Nee, nicht so richtig. Also, es lohnt sich jetzt zumindest noch nicht so richtig. Weil, ja, können ja ein bisschen sammeln. Also, die anderen Ausbauten sind so 200 oder 400. Wir haben jetzt hier Sie jeweils... Was. Was denn? Eine bessere Auswahl finden Sie nirgendwo. Ah, das stimmt sogar. Der hat ja nur geile Sachen. Obwohl ich nicht so gerne mit Shotgun spiele. Carbonwässe, Alter. 425, das vergleichen wir mal mit meiner. Das ist richtig, richtig fett. Alter, vielleicht sollte man nur noch bei diesen Händlern hier einkaufen. Okay, das ist nicht so viel besser. Was ist das? Verbesserte offene Visierung. Nee, aber die beste ist doch ganz cool eigentlich. Wieso? Kaufe ich. Nicht genügend Währung. Ach, da braucht man Dark Soul Money. Alles klar. Okay, ja, got it. Ich bin da, wenn Sie sich umentscheiden. Ja, Dark Soul Zeug. Dark Soul Money habe ich natürlich nicht. Leider. Mhm. Lagezentrum haben wir gebaut, ne? Sie haben gute Arbeit geleistet im Garten. Telefonaufzeichnung. Danke, danke. Käsen. Ja, wir können. Was können wir denn hier ausbauen? Wo ist ein Laptop? Da. Aber so 200er Dinger, ne? Nee, ich spare mir die Ausbauten jetzt nochmal erst. Aber ich kann ja eigentlich... Hey, was wollen Sie denn haben?
Eigentlich kann ich doch die Fähigkeiten jetzt nochmal checken, ne? Also bin ich ins Inventar gegangen. Fähigkeiten. Wir haben hier jetzt Mods, wir haben Fähigkeiten entsperrt. Ich habe Mods entsperrt. Was denn da? Ach, das Ding hier. Also, wir haben hier entweder das, was mich sofort heilt. Heilt und kuriert den Anwender. Und Verbündete in der Nähe. Belebt ausgeschaltete Verbündete in Reichweite wieder. Kann über maximale Lebenspunkte hinaus heilen. Genau. Und wir haben das. Steigert den Schadenswiderstand und die Schnelligkeit für den Anwender und Verbündeten in der Nähe. Okay. Also wir haben jetzt die Mine. Die kann ich noch nicht verbessern. Wir haben das Kit. Könnte ich ja das Kit vielleicht mal durch die Fähigkeit ersetzen? Geht das? Ich bin überwältigt. Die Mine, die ist eigentlich ja auch nicht so geil. So, okay. Also ich muss nicht, das ist dann eine große Fähigkeit sozusagen. Die kann ich dann nur auf einen Slot legen. Also entweder heilen oder Schadenswiderstand. Okay. Sag mal hier, Talente hat sich nichts geändert. Vorteile. Haben wir hier XP. Okay. Gut, das sind ja passive Sachen hier, ne? User joined your channel. Hallo. Hallo. Bin übrigens live. Nee, gekriegt. Gut. Was kann man denn schon zuschauen? Keine Ahnung. Also geschrieben hat noch keiner was. Signal ist mir unbekannt. Das ist Signal eines Agenten der ersten Welle. Grad mal. Warte grad, ich stoß dann zu dir. Ja, ich. Ich fahr gerade wieder in den Safehouse per Blitzreise, war gerade in der Operationsbasis und hab gerade den Sicherheitsflügel, das 1000er Update gekauft. Da kriegt man dann diese großen Sachen halt dazu, wie ich schon vermutet hatte. Dieses dritte Ding. Ich kann mir gerade keinen 1000er Ausbau leisten. Schade. Ja, muss er noch. Naja, je nachdem, wie man es betreibt, lang für sparen, aber bei den Hauptmissionen kriegt man ja relativ viel Güter. Ein neuer Agent tritt ihrem Team. Ja, ist ja gut, wenn man noch. Mal gucken, was Gelbes oder was Blaues machen. Da fehlen mir jeweils reichlich. Das Notsignal eines Agenten der ersten Welle. Es ist einfach losgegangen, ohne Vorwarnung, ohne alles. Was ist da los? Kann ich auch nicht sagen. Aber stellen Sie fest, woher dieses Signal kommt. Daten gescannt. Lade Dateien. Ich muss Sie um einen persönlichen Gefallen bitten. Alexis Korn. Soll ich mal gefragt, ob er nochmal kommt? Und ich muss wissen, ob es ihm gut geht. Ich frag mich gerade, also ich hätte halt hier jetzt einen Nebeneinsatz und dort oben dann eine Hauptmission und einen blauen Kampf. Wenn Sie dort beginnen, vielleicht weiß dort jemand was. Ich kann natürlich auch dir joinen, vielleicht haben wir da mehr freie Sachen noch, mehr Kämpfe und so. Aber nur so wie es aussieht. Wir können den Haupteinsatz machen und den blauen Kampf. Erstmal den Nebeneinsatz, meinetwegen. Ja. Ach, das so, der liegt ja auf dem Weg. Kette mal, warte mal ganz kurz. Nochmal ein Safehouse. Ich kann kurz Munition holen. Alles klar. Okay. Und da. War gerade mal voller Health. Da war wieder eine Bombe. Vielen Dank. Also ich habe jetzt halt diese 1000er Fähigkeit vom Medizinflügel angelegt. Da
kann ich halt alle instant heilen und auch wiederbeleben. Auch über die Lebenspunkte hinaus. Was ist denn da los? Ganz schön frech. Mal zurückschießen. Ja, wie sieht's denn aus jetzt, ja? Zuschauer melden sich mal mit dem Chat. Mal kurz her, Max. So. Wo ist denn jetzt die Nebenmission hier drin? Das müsste, ja, genau. Bei mir ist das Echo. Direkt vorbeigelaufen. Sieht es diese Woche besser aus? Schatz, das wird noch schlimmer. Bill und Sandra sind krank und seit Wochen hat keiner was von Alexis gehört. Mhm. Ah, hier drin ist ein bisschen mehr los. Ich kann nicht mehr, das ist zu viel. Ich war auf dem Weg hierher bei ihrer Wohnung, aber sie hat nicht aufgemacht. Sie ist schon krank. Mein wir halbes Büro hat sich was eingefangen. Ich weiß, aber letzte Woche war sie auch schon nicht da. Hey, was ist da draußen los? Ja, ja. Ich wollte wissen, ob du heute noch kommst. Auch wenn die Woche scheiße war, dafür sind wir ja hier. Komm rüber, wenn du kannst, und ruf mich an. Auch wenn du nicht kannst, damit wir wissen, dass es dir gut geht. Okay? Pass auf dich auf. Sie ist uns keine große Hilfe. Komm mal wieder raus. Ja, ich glaube, das Echo war es hier schon. Plus ein paar Punkte gesammelt. Ah, wir sind hier glaube ich sogar. Ohne falsch. Bei mir geht's rein. Und jetzt Weihnachten ist vorbei. Führt uns diese Nebenmission doch wieder weg ein bisschen, aber ist ja alles nicht so weit auseinander. Nee, es geht schon. Zur Not müssen wir wieder zum Seeforce reisen. Ja.